Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen The Long Journey Home, ein wundervolles Spiel aus dem Hause Dedelic. Und ja, ein ganzes Universum steht uns bevor. Und wir müssen unseren Weg zurück nach Hause finden, so viel kann ich schon verraten. Ich habe ein bisschen was schon gesehen, aber an sich habe ich keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich hoffe, soundtechnisch ist alles okay. Ich gehe mal lieber vielleicht noch hier eins zurück. Ich hoffe, man hört es dennoch. Ja, da würde ich etwas sagen. Mission start, oder? Wir starten eine Mission. Ich bin gespannt. Als allererstes willkommen beim Projekt Daedalus, dem Jungfernflug des ersten sprungfähigen Schiffes der Menschheit. Bitte wähle 4 Crewmitglieder, die das Schiff nach Alpha Centauri und zurückfliegen. Ihr Fachwissen und Ihre Spezialfähigkeiten werden wichtig für diese Erkundungsflug sein. Voraussichtliche Missionsdauer 3 Tage. Okay, jetzt haben wir natürlich hier sehr viele Leute, die wir aussuchen können. Fangen wir mal hier oben an. Sophie Han Hartigan, Archäologin. Dr. Sophie Ban Hartigan wurde uns wärmstens von unseren Sponsoren beim Minerva-Konsortium empfohlen. Sie verbrachte ihr ganzes Leben auf einigen der gefährlichsten Grabungsstätten. Ihre Methoden wurden oft als umstritten bezeichnet. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass Hartigan die beste Wahl ist, wenn es darum geht, die Geheimnisse von Alpha Centauri ans Licht zu bringen. Diebstahl? Grabräuberei? Ach komm schon. Archäologie ist die Geschichte unserer Welt. Unser gemeinsames Geburtsrecht. Wie können wir es wagen, dies an Banausen zu verschwenden, die Geschichte nur für sich allein haben wollen? Das unten ist dann wohl nochmal so ein kleiner Text von ihr persönlich. Kristallschädel aus Sophie Bans Privatsammlung mitgebracht. Okay, also jeder bringt ein Item mit an Bord. Interessant. Malcolm Winters, Testpilot. Testpilot Malcolm Winters wurde uns von der US Air Force ausgeliehen, um unseren Technikern beim Design des Landemoduls zu helfen und die Zivilisten zu trainieren. Er ist der menschlichen Expansion in den Weltraum gegenüber skeptisch eingestellt. Seiner Meinung nach sind wir noch nicht bereit für das, was uns da draußen erwartet. Dennoch ist seine Anwesenheit für die Bewältigung anspruchsvollen Geländes und für missionskritische Operationen empfohlen. Mit unserer bloßen Anwesenheit da draußen öffnen wir die Büchse der Pandora. Hoffentlich können wir sie auch wieder schließen. Alessandra Lacovelli, Ingenieurin. Dr. Alessandra Lacovelli ist Leiterin der für den Knossos-Antrieb verantwortlichen IASA, Ingenieursabteilung. Diese sorgt dafür, dass die Rückreisezeit von Mars in Tagen und nicht in Wochen gemessen wird. Im Gegensatz zu den anderen Kandidaten hat sie keinerlei Interesse daran, das Schiff überhaupt zu betreten. Die IASA hält ihre Anwesenheit an Bord jedoch für notwendig, vor allem nach ihren jüngsten Bedenken zur magnetischen Subraumnavigation des Sprungantriebs. Nein, das stimmt, das ist bestimmt in Ordnung. Wirklich, das wäre noch nie dagewesene gravitative Kräfte. Die Wahrscheinlichkeit ist astronomisch gering, aber wir sind im Weltraum. Ist da nicht alles astronomisch? Dazu muss ich sagen, leider kann ich hier bei dem Spiel nicht viel einstellen. Was habe ich nicht dazu gefunden, dass ich irgendwie im Fenstermodus des Spiele. Heißt, ich habe ein Problem mit der Aufnahmezeit. Heißt, die Folgen könnten hier und da auch unterschiedlich lang sein. Ich versuche das dann immer zu halbieren. Ne? Also können wir jetzt hier mal die Folge über 20 Minuten lang mal 30. Das kann man da ganz schlecht sagen. Ich gebe mein Bestes, dass es ordentlich zeitlich immer passt. Ash Malhotra, Botaniker. Dr. Ashwin Ash Malhotra behauptet, er wurde von unserem botanischen Team durch die strategische Anwendung von meiner Gitarre und einem besonderen nervtötenden Lied nominiert. Weitere Nachfragen haben wir nicht gewagt. Malhotras Fachwissen, wenn es um terrestrische und Exobotanik von Mars und Europa geht, macht ihn jedenfalls zum idealen Betreuer möglicher botanischer Entdeckungen, die wir auf Alpha Centauri zu finden hoffen. Ich habe meinem Mann gesagt, dass
IASA mich ins All schießen will. Ich habe ihn noch nie so glücklich gesehen. Ja, das ist aber schon geil, wenn du ins All kannst. Das ist schon, ich hätte Angst, aber es wäre cool. Binod Verdi, theoretischer Physiker. Binod Verdi, Doktortitel aus Platzgründen ausgelassen, Gott sei Dank, erregte Aufmerksamkeit, als er einer der jüngsten Nobelpreisträger. Trotz oder gerade wegen seines Rufes, alles andere als einfach zu sein, verbrachte er das letzte Jahrzehnt in mehreren renommierten Positionen. Dann fand er zu Professor Lebedev, einem der wenigen Forscher, den er respektierte. Man ist sich einig, wenn irgendein irdischer Intellekt bereit für das Unmögliche ist, so ist das Verdier. Vielleicht findet er dann endlich seine eigene Spezies da draußen. Oh, das ist böse. Das Universum, also wenn jetzt er entdeckt eine neue Lebensform oder er findet sein eigenes Volk. Die eine Seite ist böse, die andere ist eigentlich ganz cool. Das Universum ist Mathematik und ich bin sein Meister. Ein bisschen hochnäsig. Der bringt eine weiße Pille mit. Benoits Pillen, beschriftet mit nur zum Gebrauch durch Benoit. Unterschrieben von Dr. B. Verdi. Okay, was bringt er noch mit? Echte Hauspflanze, auch cool. Und sie? Sandra Werkzeugkiste, eine andere private Kiste mit Ersatzteilen für die Reparatur von Geräten. Für umfassende Reparaturen am Landemodul. Oh cool. Angepasste Armierung für umfassbare Reparaturen an der Außenhülle. Also der und der wäre schon cool. Der kann am Lander dann reparieren. Sie kann an der Außenhülle des Schiffes reparieren. Für private Kiste, die wäre auch ganz cool, ne? Okay. Kirsten Barrasson, Astronautin. Nur wenige Menschen haben mehr Zeit im Weltraum verbracht als Kirsten Barrasson. Nach ihrem zweiten Tour an Bord der ISS 2 stellte die IASA sie als Beraterin ein. Ihre Lektionen über das Überleben im Weltraum waren für das Daedalus-Ingenieursteam bei den Vorbereitungen auf den Testflug und den zukünftigen Betrieb mit einem 16-köpfigen Team von größtem Nutzen. Aufgrund einer kürzlichen Krebsdiagnose kommt sie für diesen jedoch nicht in Betracht. Ein letzter Einsatz wurde ihr allerdings bewilligt. Wer braucht schon den weiten Himmel, wenn er die Sterne haben kann? Ich ergreife hier die Gelegenheit, dorthin zurückzukommen, wo ich hingehöre. Die ist mir sympathisch, die ist definitiv dabei. Der letzte Satz, weißt du, das ist so, ja. Ja, ist gut. Nikolai Lebedev, Forscher. Nur wenige waren in diesem Jahrhundert so unentbehrlich für die Wissenschaft wie Professor Lebedev, auch wenn sein Name außerhalb von Geheimlaboren und Regierungseinrichtungen unbekannt ist. Als Forschungsleiter beim Daedalus-Sprungantrieb ist er endlich in einer Position, in der sein Können gewürdigt wird. Trotz seines fortgeschrittenen Alters hat er verlangt, an der Mission teilzunehmen, damit er seine lebenslange Erfahrung und seine Führungsqualitäten im Falle von Schwierigkeiten unter Beweis stellen kann. Der nächste kleine Schritt für die Menschheit wird unser großer Sprung, dafür werde ich schon sorgen. Ungezieferspray zur Abwehr von kleinen Schädlingen. Okay. Miriam Wagner, Missionskoordinatorin. Miriam trat der IASA ursprünglich als Physikerin bei und arbeitete an Halbleitertechnologie, die Bestandteil unseres Scanner Arrays wurde. Vor kurzem übernahm sie die Führung unserer Kampagne. Der Weltraum ist für alle. Die von einer Zukunft warnt, in der nur noch Wissenschaftler zu den Sternen hinaufsehen. Sie hat viel Zeit damit verbracht, andere für die Mission der IASA zu begeistern und den gemeinsamen Traum zu verbreiten. Die Erde wird immer unsere Mutter sein, aber alle Kinder müssen irgendwann das Nest verlassen. Wir werden nie erwachsen sein, wenn wir nicht beweisen, dass wir unseren eigenen Weg im Universum finden können. Notfallsender sendet einen Hilferuf aus. Verdammt, die sind auch sympathisch. Klingt gut, weil der letzte Satz, was halt auszeichnet für diese Mission, ne? Dieser obere komplette Satz, der interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Was mich sehr interessiert, ist immer ihre eigene Aussage noch. Das unten in den Klammern, das ist immer so ihre eigene Aussage, ne? Und die zwei, ja. Hier, der letzte Satz, ich ergreife jede Gelegenheit, dorthin zurückzukommen, wo ich hingehöre. Damit meint sie unter so den Sternen, ne? Sie meint da auch. Und das ist mein Satz. Das könnte ich so sagen. Und das ist genau sowas. Das ist, ja, sie hat recht.
Deswegen, also ich gucke sehr auf ihre eigenen Sätze, die sie sagen, die sie noch so zu Protokoll gegeben haben. Simon Castillo, Konzerndirektor. Mr. Castillo ist Vizepräsident der Abteilung für kommerzielle Entwicklung der Schiaparelli Bergbaugruppe, unserem größten Partner im privaten Sektor und zweitgrößten Firma des Sonnensystems. Ihre Finanzierung ermöglicht die Entwicklung und Konstruktion des Daedalus-Prototypen. Mr. Castillo hat entschieden, dass er persönlich vor Ort sein sollte, um zu sehen, was eine Milliardeninvestition in diesem neuen Raumfahrtzeitalter ermöglicht und um eine unmittelbare Ausbeutung neuer Güter in die Wege leiten zu können. Für Zitate stehe ich nicht zur Verfügung, fragen Sie meine Assistentin. Bergungsset, alles was... der ist doof. Also der fällt definitiv aus der Wertung. Er hier... Er ist sehr zielstrebig, kommt er mir so vor, aber ich weiß nicht, irgendwie... Irgendwie ist er bitte komisch. Mal letzter. Zoe Creed, zivile Beobachterin. Im Alter von 16 Jahren begann die australische Studentin Zoe Creed über ihre Liebe zum Weltraum zu schreiben. 7 Jahre später ist die Zoetrope-Website eine der größten Internet-Communities für junge Wissenschaftler. Seit kurzem arbeitet Zoe als offizielle Reporterin des Daedalus-Projektes und produziert täglich Blog-Einträge und Videos. Sie wurde von der IASA als zivile Beobachterin und Chronistin des Testfluges eingeladen. Hat meinem Professor gesagt, dass ich meinen Doktor wohl noch aufschieben muss. Und er dachte so, wenn du das nicht machst, ziehe ich dich an den Haaren dahin. Dabei haben sie gerade erst den richtigen Farbton. Zoe's Laptop, das Herzstück des Zoetrope-Blogger-Imperiums. Oh, gerade klingelt's. Ich bin gar nicht da. Ich überlege. In unserer bloßen Anwesenheit. Der ist, der will nicht wirklich da raus. Ich gucke immer auf seinen Satz, ne? Der will nicht so wirklich da raus. Der hat da, ist da ein bisschen, ne? Diebstahl. Und sie? Weiße Pille. Das Pillen. Ja, ich würde gerne ihn mitnehmen, aber mit unserem bloßen Anwesenheit da draußen öffnen wir die Büchse der Pandora. Hoffentlich können wir sie wieder schließen. Er hat sehr Angst davor, was dieser Sprung, was das alles für die Menschheit bedeutet und was das für das Universum an sich bedeutet, wenn wir als Volk, ne? Davor hat er sehr Angst. Will ich so jemanden mit auf meiner Mission haben, die ja wahrscheinlich etwas länger dauern wird als nur ein Sprung und wieder zurück? Er wurde von. Der ist irgendwie ein bisschen sympathisch. Vielleicht die zwei noch? Obwohl sie als so zivile Beobachterin finde ich auch ganz gut. Ist das von Life is Strange? Die Ähnlichkeit ist irgendwie ein bisschen verblüffend. Vielleicht ihn und sie noch? Zum idealen Betreuer möglicher botanischer Entdeckung, die wir auf Alpha Centauri zu finden hoffen. Also er fällt definitiv weg. Ja, er ist nur Geld interessiert und Macht und alles drunter, das gefällt mir gar nicht. Für die Menschheit wird unser großer Sprung, dafür werde ich schon sorgen. Er ist, wenn irgendwas auf der Mission passiert, würde er es wahrscheinlich vertuschen. Ja, Hauptsache, also wenn es seinen Ruf vor allen Dingen beschädigt. So kommt er mir vor. Ja. So ein bisschen, ja, es ist alles in Ordnung, wir schaffen es. Ist eine gute Einstellung, aber in Bezug auf alles andere ignorieren, ist es nicht mehr so gut. Finde ich das überhaupt nicht so gut. Die... Da haben wir dann nur Mädels-Team, wenn ich die noch nenne. Das ist auch irgendwie... Wagen diesen an. Obwohl, ihre
Ansatzweise Diebstahl, Grabräuberei, ach komm schon, Archäologie ist die Geschichte unserer Welt, unser gemeinsames Geburtsrecht. Wie können wir es wagen, dieses an Banausen zu verschwenden, die Geschichte nur für sich haben? Sie hat auch eine tolle Einstellung. Sie hat auch eine gute Einstellung. Weißt du was, ich nehme ihn noch mit und sie. Reden wir noch eine kleine Pflanze, ein Stück von zu Hause, finde ich ganz okay. Ne, so ein Stück Erde, eine Pflanze von der Erde. Gwendolin, echtes Hauspflanze, die finde ich ganz schön. Gut, Schiff. Jetzt wählen wir unser Schiff aus. Es gibt drei Schiffe. Die Endurance, die Discovery, die Ulysses. Jetzt mal, wer hat Höhenstärke, Treibstofftank? Die hat die höchste Höhenstärke und den höchsten Treibstofftank. Max Sprungreichweite. Die kann mit einem Sprung schon sehr weit kommen. Exotische Materie-Tank. Nur zwei Tanks. Drei Tanks, vier Tanks für exotische Materie. Also mit der können wir ordentlich was dabei haben. Die kann aber bis zwei weit springen. Manöverfähigkeit. Max Sprungreichweite. Exotische kann drei Stück reinpacken. Schiffsantrieb. Frachtraumkapazität. Die hat nur ganz kleinen Frachtraum. Die hat einen ordentlichen. Ich tendiere älter zu der hier, ne? Die Ulysses. Die Endurance. Discovery. ISS Endurance. Soll sie uns. Oh, wir können sogar noch Farben wählen. Das sieht man auch hier hinten. Wie sich die Farben vom. Sieht irgendwie cool aus, ne? Nein. 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 Nein, nee, nee, nein, nee, einfach, Wie sieht die Crew dann aus? Oh, das ist aufeinander abgestimmt, also je nachdem, welche Farbe das Schiff kriegt, passen sich auch dann, ne, die Crew so ein bisschen an. Warte mal, warte mal, warte mal. Das sieht irgendwie nice aus, ne? Das sieht aber nicht so, ich will eine Farbe, was schreit Aufbruch. Ne, ich will ein Schiff, was. Okay, der ist gut. Ich will eine Farbe, die schreit Aufbruch. Eine neue Ära beginnt. Schreit die zwar nicht, aber sieht irgendwie cool aus. Das ist wie Rettungsschiff. So, warte mal, ich wollte die haben, ne? Ha, Indu. Maximal Sprungreichweite. Wir machen mal mit der. Wir machen das mal mit der hier. Obwohl, das sieht voll doof aus, ne? Obwohl, nee, das geht. Wie sieht die Crew da drin aus? Weiß mit leicht orange. Oder ist das, das ist hellblau, ne? Nee, hellblau. Oh, warte mal. Ja, schwarz mit. Sieht auch ganz gut aus. Kann ich eine einzelne wechseln? Nee, ne? Ich bei sowas, bei solchen Details, ne? Gelb? Kann mich immer schlecht entscheiden bei sowas. Höhenstärke ist auch nicht so Geräteplatz. Ist die, hat die da mehr? Die hat weniger Geräteplätze. Die ist aber wesentlich manövrierfähiger. Orange mit Weiß. Ja, das lassen wir Aufbruchstimmung. Okay, jetzt wählen wir noch ein Landemodul. Selbst die Serenity. Höhlenstärke, Treibstofftank, Bohrereffizienz, Sonde, Frachtraum. Die hier ist eher so für schnelle Erkundungseinsätze, ne? Gerätesteckplatz, Sondeneffizienz, Bohrereffizienz, Höhlenstärke. Die hält auch ganz schön was aus. Kleiner Treibstofftank. Okay. Die hat nicht so einen hohen. Der hat nicht so einen hohen. Die hat mehr im Endeffekt Frachträume, ne? Wir nehmen die kleine Sonde mit, oder? Ich finde, die hat so am besten. Das finde ich. Die sind optisch cool aus. Die sind wirklich optisch cool aus. Die ist für schnelle Einsätze, ne? Pathfinder. Da muss ich an Mass Effect denken. Pathfinder, das ist natürlich. Aber ich würde sagen, wir nehmen die Serenity. Die finde ich am besten. Seed.
Jetzt kommt das Lustige, gib einen Code ein, um eine Galaxie zu generieren. Teile ihn mit Freunden und vergleiche, welchen Unterschied eure Crew und die getroffenen Entscheidungen auf eurer Reise machen. Entweder ich nehme meinen richtigen Namen oder ich nehme Tani LP. Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht meinen richtigen Namen hier nehme, aber ich werde Tani LP nehmen. Das ist halt das LP. Ich werde privat vielleicht dann nochmal später mit meinem Namen direkt spielen. Oder falls es eine zweite Staffel gibt, solltet das hier nicht zur Erde zurückkommen, die Crew und alles, dann nehme ich mal meinen Namen, vielleicht haben wir da bessere Chancen. Ne? Jetzt nehme ich mein YouTube und Spitzname allgemein, also ohne das LP ist mein Spitzname, mit dem LP bin ich auf YouTube. Ne, das ist so eine schöne Kombi aus meinem Namen und dem YouTube, meinem Hobby. Das finde ich ganz okay. Okay, Tani LP sieht, passt, dann